Herzlich willkommen zu unserem Kurzvideo. Wir haben euch heute ein Video erstellt zu Wie bewerbe ich mich an der HDM? Und wir sind die Studienberatung und hoffen, dass wir euch damit ein paar Tipps und Tricks zeigen und Fragen beantworten, die immer wieder auftreten. Außerdem haben wir Videos erstellt zum Thema Studienorientierung, Studiengänge an der HDM und auch rund ums Studieren an der HDM. Schaut einfach mal vorbei. Der Bewerbungsprozess allgemein. Das Wichtige ist einfach, bevor ihr euch an Hochschulen bewerbt auf Studiengänge, dass ihr genau recherchiert, was sind denn eigentlich die Zulassungsvoraussetzungen und die Auswahlkriterien. So könnt ihr selber abschätzen, was eure Chance betrifft, wie gut das aussieht, ob ihr einen Studienplatz bekommen könnt oder nicht. Dann solltet ihr unbedingt immer auf die Webseiten der Hochschulen gehen und schauen, wie dort die Bewerbung abläuft. Das kann in manchen Fällen noch postalisch sein, persönlich, aber im Regelfall jetzt auch schon elektronisch. Und wenn ihr das getan habt, vergesst bitte nicht, wenn ihr in Baden-Württemberg studieren wollt, am Studienorientierungsverfahren teilzunehmen. Das könnt ihr unter anderem durch den Orientierungstest machen. Wenn etwas nicht klappen sollte, ist unser Rat an euch, auch auf jeden Fall einen Plan B bereitzuhalten. Und wenn ihr da Fragen habt, helfen wir euch gern weiter und machen mit euch einen Beratungstermin aus. Wie läuft jetzt der Bewerbungsprozess an der HDM? Als erstes müsst ihr euch in jedem Fall auf hochschulstart.de registrieren und ein Profil erstellen. Erst dann könnt ihr euch dort bewerben auf Studiengänge und an der HDM maximal bis zu 3 Studiengänge dürft ihr da auswählen. Im Anschluss daran müsst ihr noch die ganzen Bewerbungsdokumente, welche das sind, erzähle ich euch gleich, im Uploadportal der Hochschule der Medien hochladen. Dann könnt ihr euren Bewerbungsstatus auf hochschulstart.de verfolgen und seht auch nur dort, ob ihr ein Zulassungsangebot erhalten habt oder nicht. Wenn ihr das dann angenommen habt, müsst ihr den Semesterbeitrag auf jeden Fall noch bezahlen und dann könnt ihr euch bei uns an der HDM immatrikulieren, also einschreiben. Und dann kann es schon losgehen mit dem Studienstart. Eine Checkliste haben wir für euch auf unserer Webseite zum Thema Bewerbung hinterlegt und ihr könnt sie dort downloaden. Jetzt die Frage vielleicht, wer kann überhaupt bei uns studieren? Mit welcher Hochschulzugangsberechtigung ist das möglich? Hier eine Übersicht über die Abschlüsse, die ihr braucht, um bei uns studieren zu können. Das reicht vom Abitur über die Hochschulreife, beruflich Qualifizierte, auch mit einer Aufstiegsfortbildung zum Beispiel, oder auch ausländische Bewerber mit einer ausländischen Hochschulreife können bei uns studieren. Schaut einfach nach im Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg, der Paragraph ist 58 Absatz 2, dort findet ihr immer die aktuellsten Informationen. Natürlich gibt es auch Sonderfälle, ja, und hier haben wir euch die häufigsten Sonderfälle einfach mal vorgestellt, zum Beispiel einen Freiwilligendienst oder Bewerber mit Vorstudienzeiten, das heißt, wenn jemand vielleicht einen Studiengang wechseln möchte und bereits schon studiert hat oder auch vielleicht schon einen Bachelorabschluss fertig hat und einen zweiten Bachelor studieren möchte, dann wäre das ein Zweitstudienbewerber. Ihr findet alle Infos und Details auf unseren Webseiten und auch hier immer nachfragen. Wir sind da für euch da und beraten euch. Jetzt hat die HDM die Möglichkeit für euch geschaffen, mögliche Notenboni zu erzielen. Und hier ist auch eine Übersicht, zum Beispiel, wenn ihr vor einem Studium eine Berufsausbildung absolviert habt oder vielleicht einschlägig berufliche Tätigkeiten nachweisen könnt, dann würde das in das Auswahlverfahren Einfluss nehmen. Teilweise könnt ihr auch Motivationsschreiben bei uns einreichen. Informiert euch da am besten auch auf den Webseiten und bei den Studiengängen direkt. Vorpraktika sind
auch möglich und bieten vielleicht eine Verbesserung der Zulassung. Das ist nur eine Auswahl, schaut einfach vorbei. Welche Bewerbungsdokumente müsst ihr jetzt unbedingt der Bewerbung beifügen? Ganz wichtig, der Zulassungsantrag, der unterschrieben sein sollte von hochschulstart.de. Dann natürlich euer Zeugnis, zum Beispiel das Abi, mit allen Seiten, nicht nur die letzte Seite. Ein tabellarischer Lebenslauf, auch unterschrieben und aktuell, wäre wichtig und der Nachweis zum Studienorientierungstest. Und je nach Studiengang kann es verlangt werden, dass weitere Dokumente notwendig sind. Das findet ihr aber auch alles auf den Checklisten, die wir, wie gesagt, auf unserer Webseite zum Download haben. Und das ist eine ideale Übersicht zum Abhaken, ob ihr alles auch eingereicht habt. Beachtet, einreichen heißt hier elektronisch. So, ein ganz kurzer Ausblick noch, wie überhaupt Studienplätze in Baden-Württemberg vergeben werden. Und zwar nehmen alle am Hauptverfahren teil und dieses Hauptverfahren wird zu 90% über die Verfahrensnote vergeben. Das ist zum Beispiel, wie ich eben beschrieben habe, euer Abi-Zeugnis, eure Note, dass vielleicht ihr eine Ausbildung vorher gemacht habt oder auch ein Motivationsschreiben abgegeben habt. Das bildet die Verfahrensnote und das sind die 90% der Plätze. 10% werden über die Wartezeit vergeben und da zählt rein nur die Wartezeit. Vorab gibt es auch Vorabquoten und hier auch einfach nur mal zu eurer Info, welche es gibt. Und solltet ihr in so eine Vorabquote fallen, meldet euch bei uns, wir beraten euch. Wie sieht denn jetzt eigentlich so der reguläre Zeitplan aus, wenn ich an einem Zulassungsverfahren teilnehme? Es gibt Bewerbungsfristen, die in der Regel immer der 15. Januar für die Bewerbung für ein Sommersemester sind und der 15. Juli, wenn ihr im Oktober zum Wintersemester beginnen wollt. Das ist so eine Ausschlussfrist und danach werden die Plätze vergeben. In der Koordinierungsphase habt ihr dann vielleicht ein Zulassungsangebot erhalten und könnt dann zum Studienstart im März oder Oktober beginnen. Solltet ihr vielleicht eine Absage gekriegt haben, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, noch im Nachrückverfahren einen Platz zu kriegen. Es gibt aber auch hier ab und zu immer mal Änderungen. Schaut am besten vorbei von der Seite vom Hochschulstart oder der Webseite von der HDM. Was passiert nun, wenn ihr keinen Studienplatz bekommen habt? Dann ist es so, dass diese Bewerbung keinen Einfluss darauf hat, auf zukünftige Bewerbungsverfahren. Das heißt, dass ihr nicht in eine interne Warteliste geführt werdet, sondern euch immer wieder neu bewerben müsst. Vielleicht hat es einen Vorteil, wenn ihr eine bestimmte Wartezeit dadurch gewinnt und probiert es einfach wieder. Habt ihr vielleicht doch gar keine Chance auf einen Studienplatz, dann empfehlen wir euch trotzdem, nur euch auf Studiengänge zu bewerben, die ihr wirklich studieren wollt. Denn es ist so, ein Studiengangwechsel innerhalb der HDM ist immer mit einer neuen Bewerbung verbunden. Und ihr habt keine Vorteile, dass ihr schon Studierende seid an der HDM oder eben wechseln wollt. Schaut einfach nochmal vorbei bei Fragen, wenn ihr einen Studiengang wechseln wollt oder eben Alternativen zum Studium sucht. Wir beraten euch dazu gerne. Jetzt wünschen wir euch einfach viel Erfolg bei der Bewerbung. Wir unterstützen euch und schaut einfach unter dem Link unten vorbei. Da findet ihr viele Infos. Tschüss!